So, ich habe jetzt zweimal gegongt. Ich denke, wir können die unterbrochene Sitzung fortsetzen und wir steigen in die zweite Runde des Tagesordnungspunkts 38 ein. Und da hat sich als erstes der Abgeordnete Rock zu Wort gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein bisschen schwierig, jetzt wieder zurück zur Tagesordnung zu gehen, aber ja, wir versuchen das jetzt hier mal und ich verkneife mir jede weitere Bemerkung, sondern wir kommen zurück zur hessischen Energiepolitik. Die ist ja auch spannend genug. Also ich habe ja schon viel erlebt im Hessischen Landtag, aber Tarek Al-Wazir bringt es echt immer noch fertig, einen draufzusetzen. Also Herr Minister, dass Sie eine Energieabteilung haben, Sie haben ein Referat, Sie haben die Hessenagentur, die Gefälligkeitsberichte erstellt, Sie haben einen Landesenergiebericht. Und wenn hier ein Abgeordneter eine Frage stellt, dann nehmen Sie Ihr Handy raus und googeln die Antwort. Also das ist ja ehrlich gesagt so eine valide Erarbeitung von Fakten für den Landtag aus der Hessischen Landesregierung. Das ist ja, spottet ja jeder Beschreibung. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Sie sind hier der Minister, der Google-Minister, der alles, was er in Fachbehörden hat, eigentlich gar nicht gebraucht. Sie nehmen Ihr Handy, gucken bei Google nach und dann ist schon der Bericht für den Landtag gemacht. Also die Art und Weise der Regierungsarbeit, das ist echt sensationell. Also, das ist wirklich nicht zu glauben. Dann lesen Sie hier eine Zahl vor, wo wir nicht wissen, wie die entstanden ist, was für die Grundlagen dem zugrunde liegen, dieser Statistik. Sie wissen ganz genau, dass die Energie aus NRW kommt, aus Braunkohlekraftwerken, und wir halt keine Stromerzeugung mehr haben. Sie produzieren. Also erstmal, wie gesagt, Chapeau noch mal über die Art und Weise, wie Sie Politik machen. Aber Sie produzieren ja auch noch Fake News. Also Sie produzieren Fake News und das vorsätzlich. Also Sie können doch nicht sagen, dass wir erfolgreich sind in der Klimabilanz. Sie können das doch nicht ernsthaft behaupten, wenn Ihr Energiebericht, Ihr Landesenergiebericht, was anderes sagt als Google. Der sagt was anderes als Google. Nämlich, dass wir nicht effizient sind. Ihre eigene Klimabilanz aus 2021 sagt das anderes wie Google. Und das passt Ihnen jetzt, und dann gucken Sie im Internet und produzieren hier Nachrichten, die im Protokoll des Landtags stehen. Da kann ich nur sagen, da würde ich mir für die Frage der Energiewende ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, ein bisschen mehr Engagement und vor allem ein bisschen mehr Fakten wünschen, als das, was Sie hier abliefern, Herr Minister. Das war nichts, das will ich Ihnen nur mal sagen. Der zweite Teil. Sie heben ja immer gerne auf Berlin ab. Und da ich ja dabei war, als das verhandelt wurde, und ich kann Ihnen sagen, das war wirklich schmerzhaft für mich. Das war hart und schmerzhaft. Aber es waren so ein paar Punkte, die einfach nicht stimmen, die Sie hier verbreiten. Es gibt kein Ausbaumengenziel für Onshore-Wind. Das gibt es einfach nicht. Ich war dabei. Das gibt es mit Absicht auch nicht. Es gibt auch die Abschaffung der EEG-Umlage. Das hätte ich auch gerne hier selbst gesagt. Das haben Sie ja selbst erwähnt. Und da schließe ich jetzt daraus, dass auch künftig eine Förderung der regenerativen Energie gar nicht mehr notwendig ist. Bei den jetzigen Energiepreisen kann es auch nicht mehr notwendig sein. Nämlich, da müssen die regenerativen Energien sich am Markt behaupten. Das können die übrigens auch. Da sind wir ja mal wahrscheinlich sogar einer Meinung. Und darum ist es ja so, dass wir jetzt eine neue Energiepolitik aufgesetzt haben in Berlin. Und wenn Sie sagen, ich habe das nicht verstanden, dass da irgendwie wir jetzt alle Windräder bauen müssen, dann möchte ich Ihnen doch mal wirklich vor Augen führen, was Ihr Wirtschaftsminister verstanden hat. Ihr Wirtschaftsminister hat verstanden, Gas, also wenn man aus Atom und Kohle gleichzeitig aussteigt, dann braucht man eine Übergangstechnologie, die auch flexibel reagieren kann auf die Frage, wie kann ich die Schwankungen der regenerativen Energien ausgleichen. Das haben wir 100-mal beschlossen in allen möglichen Berichten, die wir hier gemacht haben, auch in Hessen. Das ist Gas. Und wenn Gas nicht zur Verfügung steht, dann haben wir ein Riesenproblem bei der Umsetzung und der zweite Treibens der Energiewende. Das hat Ihr Minister erkannt und hat seinen brutalen Widerstand gegen LNG-Terminals aufgegeben. Wir werden jetzt Fracking-Gas aus Amerika kriegen, um die Energiewende in Deutschland irgendwie weiter begleiten zu können. Das ist doch Ihre Erkenntnis. Ihr Minister war in Katar, und das war ein ganz komisches Foto, was er da gemacht hat. Da stand er so ein bisschen mit Rückenproblemen bei diesem Diktator, wo ich nicht mal Fußball gucken darf, wenn es nach Ihrer Partei geht. Da hat er jetzt gefragt, wie komme ich denn jetzt an Kohlenwasserstoffe, an Gas, Öl, und da komme ich dran.
Ja, aber Sie haben mir doch gerade erklärt als Grüne, ich hätte es nicht verstanden, dass wir jetzt, wir bräuchten nie wieder Öl und Gas, müsste jetzt alles. Nein, Ihr Minister hat es verstanden. Wir haben Versorgungssicherheitsprobleme. Darum müssen wir so zusehen, wo wir Gas kriegen. Ich habe es ja nicht kritisiert. Ich habe nur kritisiert den Vorwurf Ihres Ministers. Weil in Berlin hat man es ja scheinbar verstanden. Man muss jetzt Flüssiggas heranschaffen. Man muss jetzt gucken, dass wir von einem anderen Diktator eben die Rohstoffe heranschaffen. Nicht nur von einem, sondern von mehreren. Man muss wahrscheinlich auch in Norwegen gucken, dass es mehr gibt. Man muss mit den Holländern reden, ob sie noch was machen. Wir brauchen diese Rohstoffe, weil es momentan anders nicht geht. Und es geht auch die nächsten Jahre nicht anders. Das wissen Sie auch. Und mit Ihrem einen Windrad in Hessen, und selbst wenn die 30 genehmigt werden würden, nicht beklagt werden, was natürlich nicht der Fall ist. Und ich verrate Ihnen mal Geheimnis, warum ist das in Hessen so schwierig? Weil da wir in können Hessen Sie aber nicht mehr viel verraten, auf ja. der Uhr steht schon wieder Schade, nicht. Herr Al-Wazir, es muss eine andere Debatte geben, dann verrate ich Ihnen das Geheimnis, warum Sie mit den Windrädern nicht weiterkommen in Hessen. Weil das ist einfach ein grundsätzliches Problem in Hessen. Wir sind nicht besonders gut geeignet für Windenergie. Und das erleben Sie tagtäglich in unserem Bundesland. Und darum sind wir auf Energieimport auch künftig angewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Für die SPD-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Krüger das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Staatsminister, es tut mir leid, dass ich bei der Besprechung Ihrer Antworten auf unsere Große Anfrage mich ausschließlich auf das Land Hessen bezogen habe. Ich habe gedacht, wir sind hier im Hessischen Landtag und da wird über Landespolitik geredet und nicht über Bundespolitik. Aber deswegen, ich kann auch bunt. Ja, also deswegen hatte ich jetzt nichts zum EEG gesagt. Aber wenn das jetzt Ihrem Vollständigkeitsanspruch dann Genüge tun muss, sage ich gerne auch noch was zum EEG. Es ist in der Tat, Sie haben das unterstrichen, Herr Minister, zu Recht, ein großer Schritt, dass wir im EEG wieder einen Bezug aufs öffentliche Interesse haben, dass wir jetzt von einem überragenden öffentlichen Interesse ausgehen und dass auch das Thema öffentliche Sicherheit dabei angesprochen ist. Und das rekurriert ganz klar natürlich auch auf die Frage der Energiesicherheit. Und ich wundere mich darüber, also ich habe kein einziges Wort über das Thema Klima gesagt. Kein einziges Wort. Ich habe über die Antwort auf die Große Anfrage geredet und habe mich dabei auf die sozialen, wirtschaftlichen, landespolitischen Fragestellungen der erneuerbaren Energien bezogen und habe mich explizit auch darauf bezogen, dass die erneuerbaren Energien uns unabhängig machen von zum Beispiel russischem Gas. Und das ist heutzutage halt schon ein entscheidender Punkt, auch für das Land Hessen, weil es liegt ja ganz wesentlich daran, wie die Länder, die deutschen Länder, die Energiewende umsetzen, das umsetzen, was sie in der Tat vom Bund als Möglichkeiten vorgegeben bekommen, um die Energiewende voranzubekommen und uns unabhängig von fossilen und nuklearen Energieträgern zu machen und damit auch von russischen fossilen und nuklearen Energieträgern. Und darum, genau darum geht es. Das ist unser Aufklärungsinteresse in der Großen Anfrage gewesen. Wie ist der Stand der Energiewende in Hessen? Wir haben die Große Anfrage gestellt, bevor der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine angefangen hat, weil wir schon vorher wussten, dass das entscheidend ist für Fragen der sozialen Sicherheit, für Fragen der Arbeitsplätze, für Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, ja, dass der Anteil an erneuerbaren Energien größer wird und die Abhängigkeit von fossilen nuklearen Energieträgern geringer wird. Deswegen haben wir diese Anfrage gestellt. Und wie gesagt, deswegen haben wir auch klar deutlich gemacht, wo unserer Meinung nach auch aus den Antworten ablesbar dringender Handlungsbedarf in Hessen besteht. Und Kollege Rock, selbstverständlich, das ergibt sich aus der Notwendigkeit der Aktivitäten, spielt da die Windkraft deswegen eine große Rolle, weil sie ist, das ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber sie ist das Backbone der Energiewende. Es ist die günstigste und beste Art und Weise, schnellste Art und Weise, Strom zu produzieren. Inzwischen ist es halt auch noch die Photovoltaik. Deswegen befassen wir uns in der Großen Anfrage oder haben uns befasst und die Landesregierung in den Antworten auch
natürlich auch mit dem Thema Photovoltaik, also Sonnenstrom, Solarenergie und auch das Thema Wärme. Soweit sind Sie wahrscheinlich beim Lesen jetzt gar nicht gekommen, weil Sie ja bemängelt haben, es steht nichts zu Wärme drin. Also da sind ein Haufen Fragen auch zum Thema Wärmewende natürlich drin und auch ein Haufen interessanter Antworten. Für uns steht fest, wir haben uns die Antworten der Landesregierung sehr genau angeschaut. Daraus ergeben sich viele neue Fragen. Daraus ergeben sich aus unserer Sicht auch viele neue Handlungsansätze und Notwendigkeiten. Und wir werden als Service-Opposition natürlich die Landesregierung da auch weiterhin gerne damit konfrontieren, was besser gemacht werden kann. Und ich glaube, das ist auch im Sinne des Wirtschaftsministers. Und damit bin ich am letzten Punkt. Ich finde es schon sehr lustig, Thema Bundespolitik, ja, wenn hier mit dem Finger von einem CDUler mit dem Finger auf die SPD gewiesen wird in Sachen Gasversorgung und Nord Stream 2 und weiß ich was. Ja, ist, wie gesagt, von einem CDUler. Ja, es ging jetzt nicht um die Grünen. Nicht wieder aufregen, liebe Grüne. Da weisen doch drei Finger auf den Fingerzeiger zurück. Weil das Ganze fand doch statt unter einer Bundeskanzlerin Merkel. Meines Wissens ist sie immer noch keine Sozialdemokratin, sondern Mitglied der CDU. Die hat das alles mitgetragen. Die hatte die Richtlinienkompetenz. Wenn die CDU das alles nicht hätte haben wollen, dann hätte das nicht stattgefunden. Sie haben es alles mitgetragen. Sie haben es auch unterstützt. Und deswegen ist es einigermaßen seltsam, um ein anderes Wort da nicht zu benutzen, jetzt da mit dem Finger auf die SPD zu zeigen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Nächster Redner ist der Abgeordnete Lichert für die Fraktion der AfD. Danke sehr, Herr Präsident. Ja, ich möchte mich jetzt an dem Strohmann-Argument und auch wenn es das Thema Antisemitismus natürlich sehr ernst ist, will ich mich an diesem doch recht billigen Argument nicht abarbeiten. Es war insofern viel interessanter, was der Minister nicht gesagt hat, als das, was er gesagt hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, der Abgeordnete Gernke ist ja jetzt leider nicht mehr dabei, aber er hat in seiner ihm seit eigenen Art die Sinnhaftigkeit deutschen Klimaschutzes thematisiert. Und in der Tat kann... Ach, da hat er sich versteckelt. Ich bitte um Entschuldigung. Ja. So, und das Thema der Sinnhaftigkeit ist natürlich in Anbetracht von 2% Anteil an den globalen Emissionen in der Tat beantwortungsbedürftig. Und weniger als 2%, richtig. Aber der Punkt ist, deutscher Klimaschutz kann doch gerade deswegen nur sinnvoll sein, wenn wir so gut sind, und das bedeutet vor allen Dingen so günstig sind, dass andere Länder bereit sind, unserem Beispiel zu folgen. Leider passiert genau das Gegenteil. Herr Abgeordneter Rock, Sie hatten ja so in einem Nebensatz das Thema Netzausbau erwähnt. Ja, da sekundiere ich gerne und greife dann nämlich mal in die grüne Schublade und ziehe hervor Bundeswirtschaftsminister Habecks Eröffnungsbilanz. Da lesen wir, von 11.500 Kilometern vordringliche Ausbauprojekte sind 8.948 Kilometer nicht einmal genehmigt. So viel dazu. Also, worauf kommt es an? Ach so, aber in einem Punkt bin ich definitiv nicht mit Ihnen auf einer Linie. Und zwar, das ist offensichtlich bei der Bewertung der Photovoltaik. Letztes Jahr, 2021, als nur noch 6 Atomkraftwerke am Netz waren, haben die 1,5-mal so viel Strom produziert wie alle PV-Anlagen in Deutschland zusammen. Allein aus dieser Zahl können Sie schon ersehen, dass Photovoltaik in Deutschland volkswirtschaftlicher Unsinn ist. Auch wenn sich das natürlich betriebswirtschaftlich und für die Betreiber der Anlagen natürlich völlig anders darstellt. Aber es ist einfach so. Insofern kann ich auch wiederum verstehen, dass die SPD in ihrer Großen Anfrage den Schwerpunkt auf Windkraft gelegt hat, weil das ist in der Tat in unseren Breiten die einzige ernstzunehmende wirkliche erneuerbare Energien. Und das sage ich auch mit einem Blick auf Biomasse. Denn wenn man sich die intensive Landwirtschaft anguckt, ist sie ja gar nicht mehr in der Lage, einen Energieüberschuss zu produzieren. Und dass wir das hier trotzdem betreiben und auch noch mit
mit Beimischungen zu Treibstoff unterstützen. Also da findet sehr viel Wahnsinn statt und zeigt nur, auf was für einem falschen Weg wir sind. Aber Herr Minister, ich möchte mich ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie erwähnt haben, dass die neue Ampel in Berlin eine alte AfD-Forderung umgesetzt hat, nämlich die Abschaffung der EEG-Umlage. Es ist einfach so, dass die EEG-Umlage höchst unsozial in ihrer Wirkung war. Das ist eine von vielen Facetten dieser Umverteilung von unten nach oben. Jetzt wird wenigstens dadurch, dass sie nun aus dem Steueraufkommen finanziert wird, durch die progressive Einkommensteuer wenigstens ein bisschen was von dieser sozialen Schieflage korrigiert. Und das ist schon irgendwie interessant, dass gerade die linksdrehenden Fraktionen hier im Haus daran überhaupt keinen Anstoß zu nehmen scheinen. Ja, Sie sind doch angeblich der Anwalt der kleinen Leute, kümmern sich in dieser entscheidenden Frage aber offensichtlich nicht. Und damit kommen wir zu dem aus meiner Sicht absolut entscheidenden Thema der Bezahlbarkeit von Energie. Und da muss ich sagen, wird immer wieder die Behauptung, auch jetzt wieder, die Erneuerbaren machen uns unabhängig von Gas, Öl etc. Ja, wie denn? Sie können es einfach nicht beantworten. Wo sind denn die Stromspeicher für den Flatterstrom? Gibt es nicht. Es gibt keine technischen Realisierungen, die auch nur annähernd in Reichweite wären. Das wissen wir doch alles. Und trotzdem machen Sie einfach weiter. Formulieren irgendwelche großspurigen Ausbauziele, von denen Sie aber eigentlich selbst gar nicht wissen, wie das funktionieren soll. Und parallel dazu wird noch der Kraftwerkspark abgebaut. Das ist verantwortungslos. Und wir hatten schon vor dem Krieg die höchsten Strompreise auf der Welt. Und es wird noch viel schlimmer werden. Und jetzt noch mal zum Thema Unabhängigkeit, die angeblich dadurch geschaffen werden soll. Ja, also, wenn Sie jetzt anfangen, Fracking-Gas quer über den Atlantik zu schippern, ja, und das dann auch noch als einen großen ökologischen Wurf verkaufen, also das kann einfach nicht wahr sein. Und ich glaube auch nicht, dass die Unabhängigkeit dadurch wahnsinnig steigt. Wir werden nur von anderen abhängig, und auch das hat geopolitische Interessen. Und dazu noch mal eine schöne Zahl. Die 15 größten Containerschiffe haben einen ebenso hohen CO2-Ausstoß wie 750 Millionen Autos. Ja. Lassen Sie sich diese Zahl einfach mal auf der Zunge zergehen. Wir wollen jetzt noch zu diesem CO2-Ausstoß beitragen. Na wunderbar. Also wenn wir da auf dem richtigen Weg sind, Entschuldigung, das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und trotzdem zwingen Sie die Bürger, diesen Weg mitzugehen. Und das ist falsch. Dem werden wir immer entgegentreten. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Lichert. Nächster Redner ist der Abg. Müller für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Grüger, ich habe auf einen Anwurf, mit dem Sie mit dem Finger auf CDU und in diesem Fall FDP gezeigt haben, reagiert. Also bei wem die Finger gezielt haben, das stelle ich an dieser Stelle mal anheim. Und zweiter Satz, Herr Kollege Lichert, jetzt gerade hätten Sie, um den Kollegen Rock aus anderer Hinsicht zu zitieren, die Gelegenheit gehabt, wenn Sie denn einen falschen Eindruck erzeugt hätten, zu sagen, dass es ein falscher Eindruck war, der erzeugt wurde. Das haben Sie nicht getan. Das spricht, Herr Lambrou, das spricht dann eben dann doch für sich. Und da bleibe ich auch bei. Da bleibe ich auch bei, Herr Lambrou. Wer brüllt, hat doch immer Unrecht, das wissen wir. Und ich möchte an dieser Stelle, ja, das ist auch gut so, dass Sie jetzt kein Mikro haben, weil das wäre an dieser Stelle jetzt nicht erträglich. Aber ungeachtet dessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei alledem, was wir hier diskutieren, eins werden Sie oder wird der Bund beantworten müssen. Wer bezahlt die Rechnung von dem, was jetzt passiert? Weil wir sind in Hessen bei ganz vielen Dingen in die Vorleistung getreten. Bei ganz vielen Dingen der erneuerbaren Energie im Ausbau sind wir in Vorleistung getreten. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei all diesen Fragen, die jetzt kommen, Solarpflicht, bei der Frage der Konversion der Abstände etc. pp., Ausgleichsmaßnahmen, da wird zu regeln sein, wie sehen die Ausgleichsmaßnahmen für die Länder aus und was wird der Bund dort quasi in die gemeinsame Kasse legen. Diese Frage ist ganz spannend, weil ohne, um es ganz salopp zu sagen, die Kohle gerät hier nichts zum Wohle. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächste Rednerin ist die Abg. Kinkel, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, fortgeschrittene Uhrzeit. Ich habe mich aber noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich gerne noch auf einige Punkte von Herrn Kollege Rock eingehen möchte. Zunächst haben Sie angemerkt, dass die einseitige Fokussierung auf die Windkraft falsch ist. Das ist vor dem Hintergrund, dass Sie selber auch den Energiegipfel mit beschlossen haben, schon seltsam. Aber Sie haben auch gesagt, dass wir uns auch um die Wärmeversorgung kümmern müssen. Und das ist absolut richtig. Also das finde ich einen wichtigen Punkt. Aber die Sache ist ja, dass diese beiden Punkte zusammenhängen. Wir haben die Sektorkopplung. Natürlich hängt es damit zusammen, wie wir unsere Wärmewende schaffen, dass wir auch die Energiewende schaffen. Das ist untrennbar damit miteinander verbunden, weil die Gebäude, die aktuell mit Erdgas verbunden werden oder die einen Brennwertkessel im Keller stehen haben, die müssen saniert werden und die werden in der Regel, und das sieht man an den Zahlen, durch Wärmepumpen ersetzt. Und woher kommt der Strom für die Wärmepumpen? Der soll nicht von irgendwo kommen, sondern der soll natürlich größtenteils in Hessen produziert werden und das durch die Windkraft. Und deshalb hängt der Windkraftausbau und die Wärmewende so untrennbar miteinander zusammen. Und dann haben Sie mit einer solchen Häme über, ich möchte gerne erst ausführen, dann, wenn noch Zeit ist. Dann haben Sie mit einer solchen Häme über Robert Habeck in Katar gesprochen, dass ich darauf auch gerne noch mal eingehen möchte. Ja, und gestern auch schon, da haben Sie geradezu freudig über das Umfallen der Grünen gesprochen. Und das finde ich in der Situation wirklich unangebracht, weil Robert Habeck gerade in einer Notsituation alles tut, um die Energieimporte und die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Alles. Und er geht da wirklich nicht ideologisch vor, sondern sehr, sehr pragmatisch. Sehr pragmatisch. Und das so hämisch zu kommentieren, das finde ich einfach nicht angemessen in der Situation. Und der letzte Punkt ist, dass Sie ja gesagt haben, Sie haben den Energieteil der Ampelkoalition mit ausgehandelt. Dafür habe ich ja auch schon einmal Danke gesagt, weil der Energieteil wirklich gut ist. Und ich gehe davon aus, dass Sie immer noch dahinter stehen, was Sie vor einem halben Jahr verhandelt haben. Wenn nicht, dann geben Sie mir ein Zeichen. Aber da steht doch drin, das 2-Prozent-Ziel brauchen wir. Wir brauchen den höheren Ausbau der Erneuerbaren. Und wir brauchen höhere Ausbauziele insgesamt für die Windkraft. Und ja, Sie haben recht, da steht ein Ausbauziel für die Windkraft auf See drin. Aber durch eine einfache Rechnung kommt man doch bei den allgemeinen Ausbauzielen auch auf die höheren Ausbauziele für Windkraft an Land. Also da können Sie nicht sagen, Sie haben das nicht gewusst, sondern das wurde ja sehr, sehr intensiv diskutiert. Also es gibt Ausbauziele für Windenergie an Land und ich finde das auch richtig, weil die Windkraft ist hier gebraucht in Hessen und vielleicht können wir uns ja dazu verständigen, dass die Energiewende wichtig ist und dass wir gemeinsam überlegen, wie wir den Windkraftausbau hier noch weiter beschleunigen können, weil wir brauchen die Energiewende, um die Klimakrise zu bekämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kinkel. Nächster Redner ist der Abgeordnete Gerntke für die Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will es ganz kurz machen, weil wenn man die Fragen hier ausführlicher stellt, führt das ja nicht unbedingt dazu, dass sie dann beantwortet werden. Also noch mal die Frage, wollen Sie weiterhin mit Daten aus 2014 operieren oder wollen Sie das nicht? Oder hätte ich gerne mal gewusst, was da für Maßnahmen ergriffen werden oder ob das in Ordnung ist, dass man das so macht und das dabei bleibt. Ich hatte zweitens in meiner Rede nachgefragt, was das Problem angeht in der Justiz, das Verfahren stocken und dass Sie entsprechend wir mehr Personal in der Justiz brauchen. Auch dazu ist nichts geantwortet worden. Wenn ich Ihre gesamten Materialien jetzt hier durchlesen soll, dann brauchen wir ja keine Parlamentsdebatten mehr zu machen, sondern ganz sinnvoll wäre, wenn Sie einfach mal sprechen. Schönen Dank. Ja, tut mir leid, ich muss nicht jeden Kram von Ihnen lesen. So, damit sind wir am Ende der Aussprache. Darf ich darum bitten, dass Sie hier die Zwiegespräche beenden? Dankeschön. Sind wir am Ende der Aussprache, auch in der zweiten Runde und damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes.